So, ihr Lieben. Auf YouTube sind wir wieder zurück an der Stelle. Ich habe eben festgestellt, dass ich fast 40 Minuten lang hier gemutet war. 40 fucking Minuten. Ich habe diesen Kampf hier mehrfach probiert. Und egal wie ich mich entscheide, es läuft immer darauf hinaus, dass ich in Kampf gerate. Das heißt, diese Quest hier, befreie die wahre Seele näher, die werde ich erstmal so nicht machen. Ich würde sagen, wir gehen hier komplett raus aus dem Ding. Und gehen nochmal in dieses zerstörte Dorf. A faint voice echoes in your mind. I sense you, true soul. Come to me. Come to Nir. The poison spread. Nir's voice fades, but your head still tingles with his anger and fear. Ja, es kann sein, aber hey, ist mir egal. Ist mir jetzt erstmal Bums, wie gesagt. Das schaffe ich nicht. Das ist dezent nicht möglich. Von daher schauen wir uns hier nochmal in diesem zerstörten Dorf um. Hier gab es ja noch die Quest rund um Volo. Da können wir mal gucken, ob der noch da ist. Unterreich ist erstmal nichts. Nachtlied. Habe ich ja gelernt, dass ich über Nacht gehen muss, um es zu erreichen. Das war nichts. Den Keller, das uralte Buch, das haben wir auch noch. Das ist zu entschlüsseln gilt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Hier waren wir ja unten drunter. Ich muss dieses Necronomicon-ähnliche Ding zerstören. Aber es gab hier irgendwo noch ein Spinnennetz oder sowas. Wir haben hier noch die Geschichten. Goblins sind alle weg. Die sind jetzt alle hier drin. Genau, wir haben hier dieses Spinnennetz am Start. Da würde ich gerne mal gucken, was das bringt. Das können wir vielleicht mal platt machen, ne? Vielleicht mit so einem kleinen Bömmchen. Schauen, was da drunter ist. Aha. Ich würde sagen, wir gehen mal runter, ne? Don't want to draw any attention. Best be on my way. Komme ich aber nicht runter. Aber irgendwie ist da was. Das sind Holztüren unterhalb. Das heißt, ich käme hier durch rein. Schäbige Holztür. Jetzt bin ich hier. Alter Schlüssel benutzt. Aha, dafür habe ich ihn gebraucht. Was haben wir hier? Sorry für die Leute im Stream nochmal, ne, die hier jetzt 40 Minuten lang nichts gehört haben. Ich weiß gar nicht, ab wann ich mich gemutet habe oder warum, weshalb, wieso. Aber das wird einfach dann die Lost-Folge hier von Baldur's Gate 3. So, das Werkzeug nehmen wir mit. Seil an Start, okay. Ein Liebeswerkzeug. Jede Menge Liebeswerkzeug, was sehr cool ist. Da haben wir noch einen Koffer. Kann man durchgehen. Was gibt's denn hier Tolles? War das das Ding hier mit dem Spinnennetz gewesen? Außer Spesen nichts gewesen. Step carefully. There's a trap. Ja, Falle.
dann entschärf mal den Bums. Das sollst du denn kriegen. 10, also Minimum 2 gönn dir. Danke. Gold und Steilcliffs Blaupausen. Komplizierte Baupläne für 3 eindrucksvoll klingende Waffen. Diese Würfel von 3 Waffen wurden mit sauberen und präzisen Strichen und Bögen gezeichnet. Ein Großschwert, eine Sichel und ein Dolch. Alle Maße und Winkel sind genau angegeben und detaillierte Anweisungen zum Schmieden sind unten auf der Seite aufgeführt. Eine ungewöhnliche Zutat wird dabei hervorgehoben. Susurrinde. Die Susurrinde kann nur auf gewöhnliche, unveränderte Klingen angewendet werden. Okay. You Susabark. Rare find. There's only one place I'm finding a Susa tree. The Underdark. Na, da komme ich gerade her, hey. Verwende die meisterliche Waffe. Wir haben herausgefunden, dass Susa-Bäume nur in die Tiefen wachsen. Wir haben Bauplaus. Okay. Finde einen Sursurbaum. Ich möchte mal wissen, was hier noch so ist. Das ist eine Schmiede, das ist sehr geil. Okay. Das Werkzeug, sehr schön. Auch mehr als ja tonnenweise Diebeswerkzeug, das ist super. Hey, da kannst du öfters herkommen. Also mal resetten. Hat wohl ein Dieb gewohnt. Aber mehr scheint hier nicht zu sein. Da hinten haben wir eine Eisenfackel. Aber hier scheint ein Weg reinzugehen, siehste. Borstene Wand. Hatten wir da oben auch erkannt, ne? Hier oben an der Karte. Nimmst du mal hier Nahkampf. Na komm. Aha, da geht's weiter. Flüsternde Tiefen. Oha. These webs are everywhere. Oh, ein Spinnennetz. Oha. Das sollte ich dezent nicht kaputt machen. Hier sind Spinnies. Das Ding ist gelb. Oha. Okay, was haben wir hier? What do we have here? Noch mehr Spinnies. Was bist du? Bist du irgendwas? Irgend so ein Gollum ist da am Rumpimmeln. Spinnies. Phasenspinne. Phasenspinnen. Krieg ich eine von euch? Bis jetzt noch nicht. Cool, Spinnies. Irgend so ein gammeliger Etterkappmer. Der ist befallen mit irgendeinem Scheiß. Oh, jetzt hat sich umgedreht, ne? Genau dann, wenn ich eigentlich hier
gespurtet. Warum hat er sich denn auch genau jetzt umgedreht, die Sau? Tierische Ausflug. Krass, die rotzen gut rein. Okay, mach ihn hier einmal weg. Okay, 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 okay. Es sind noch drei Stück. Wie viel haben die Spinnies? Spinnies haben 16. Wir machen echt gut Damage. Okay, nochmal neu laden. Jetzt probieren wir anders. Jetzt mal Thomas anders. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um, während ich hier am Laden bin. Ich muss einfach aus der Entfernung platt machen. Best be on my way. Das heißt, wenn das Spinny gleich wieder zurückkommt. That's a friendly looking shadow. Kann ich das hier machen? Oh, der war super schnell. Can't risk being in an open view. At the ready. Okay, der kommt sehr weit. Spottet auch. Oha. Ich würde sagen, ich gehe dann rein und raus, ne? Alte Taktik. Die alte Taktik aber. Spurten. Spinny, portet sich jetzt oder was? Rotzt mir einen rein. Oh, leck. Das ist übelst, wie weit die kommt, hör mal. Junge, Junge, Junge. Die brezelt gut rein, hey. Die brezelt sehr gut rein, aber der war halt echt auch super flink hier, ne? Okay, warte mal, lass das nochmal probieren. Es war schon mal gut, der Anfang, aber der hat mich halt entdeckt, ne? Das war dann nicht so gut. Aber es ist machbar. Just out of view. Er ist weg. Slow down.
Die Spinnen sind halt übelst, ne? Aber die haben auch nur 16 HP, ne? Aber komm, sackweit. Die kommen sackweit. Warum auch immer da oben? Okay, die ist beim nächsten Zug platt. Steckst fest. Oh Gott. Sehr gut. Er spurtet, sollte aber nicht weit kommen. Sie hat's mal voll verkackt. Ich habe ein Gegengift. Irgendwo noch am Start. Okay. Die Spinne. Krabbel wieder dahin. Face sich da drüber. Das ist so unlogisch immer. Ausgang war da drüben. Er spurtet. Sie spurtet auch. So, ich muss hier nach oben. Er spurtet ebenfalls. Sie weiß nicht, wo sie hin will, ne? Alles klar. Here we go. Gut, alles klar. Haben wir die eine platt? Gehen wir nochmal rein. Ich könnte ihn jetzt im Prinzip hier platt machen. So scheiße langsam wäre. Hör mal. Speichern. Aber. Rettungswurf gelungen gegen Netz. Dann würde ich jetzt als nächstes diese andere Phasenspinne platt machen. Was hast du denn hier drin? Du hast nichts drin. Irgendwo am Rumpimmeln ist da hinten. Okay. Echt jetzt? Ich hab dir doch getroffen. Boah, das ist ja mal mega behindert.
deep and move. And move. Spurtet. Ist ja die Sache, ob mich jetzt hier schon sehen kann. Scheint. Oh nee. Sei gesponnen hier, die Nudel. Komm schon, auf. Ja, lass dich klatschen. Baba. Rettungswurf gegen Netz. Zug beenden. Er ist da hinten. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Er kommt super weit, ne? So. Immer mit dem Netz hier. Sagen, du das Netz macht, ist okay. Let's see. So, raus. Speichern, schleichen und rein. Auch nicht. Spiel, habe ich dich jetzt kaputt gemacht? Nein, okay. Brauch nur wenig. Don't waste a step. So, und jetzt Schnellikowski hinterher. Da liegen jetzt überall Netze rum. Aber ist in Ordnung. Das können wir machen. Sehr schön. Bildungswurf erfolgreich. Das heißt, eigentlich nur noch er. Primär, schauen wir mal. Sehr gut. Beiden sind tot. Da liegt Säure. Okay, was haben wir da? Kannst mal nach da oben klettern. In der Hoffnung, dass da nicht noch mehr sind. Aber ich vermute, da sind noch tonnenweise mehr. Kannst du hier rüber? Haben wir dann da drüben diesen Etterkopf? Kriege ich den von hier aus platt? Er ist überrascht. Sicher. So macht man das. That's the plan, you know. So nicht anders. Cool. Alles klar. Should mind my step. Sind sehr viele Netze. Sehr, sehr großes Gebiet. Da war ein Level 1 Goblin. Mit Gold. Goblin Krummsäbel. Was hat diese Ettercup eigentlich am Start? Nichts. Ein Hauch von nichts. Dankeschön, freue ich mich sehr darüber. Oh, das ist ja irre groß. Okay, flüsternde Tiefen. Was gibt's hier noch? Da unten ist irgendjemand. Oh, was bist du denn?
Phasenspinnenmatriarch. Raubtier. Oha. Oha, ist Big Mama. Hammer. Ich sollte aber erst diese kleineren wegmachen. Gefühlt. Das sind ja auch noch einige. Weil Materialchen und die kleinen Viecher, das dürfte ich nicht packen. Konkon aus Spinnenseide, was haben wir denn da drin? Schriftrolle Sengderstrahl. Stimmt gut gegen so eine Spinni. Konkon aus Spinnenseide. Kannst du kaputt machen. Rucksack haben wir drin. Trank der mächtigen Heilung. I don't need any attention right now. Totes Goblin-Kind. Ja, war eine scheiß Idee, herzukommen. Glaub's aber. Seidendrüse. What path lies before me? Okay, da kann er klettern. Was haben wir da hinten? Da hinten geht's runter. Geht's da hin? Was muss ich da machen? Geht's da auch in die Unterwelt? Wie es scheint, ne? Lass mal gucken. Das ist da, diese Wegfindung manchmal. Ist schon ein wenig tricky. Ein Brunneneimer. Was haben wir denn hier mit dem Brunneneimer? Komme ich beim zerstörten Dorf raus? Aha. Ah ja, okay. Okay, dann lass mal gucken, ob wir da irgendwie die Spinnenmutti noch platt machen können, weil 83 ist schon echt ein Wort, ne? Es ist echt ein Wörtchen. Heiltrank. Guck mal, da haben wir ein verbranntes Tagebuch. Fackel. Zerfleddertes Tagebuch mit Spinnenweben und Holzkisten. Wasser. Fackel. Verbranntes Tagebuch. Die meisten Seiten des Buches wurden sorgsam verbrannt. Die Seiten, die noch übrig sind, enthalten einen einzigen Satz, der in unterschiedlichen Graden von Erregtheit geschrieben wurde. In ihrer Form finde ich Verzückung. Der Zauber ist nicht genug. Nix dran. Nix dran. Machen wir nix dran. Genau, geh über die Kisten drüber. Grenzphilosophie Band 5. Eine Abhandlung Seelenmünzen. Überlieferung aus Pharaoh. Komm, nimmst du mal mit. Keine Ahnung. Ein Schlafsack. Tagebuch mit Spinnenweben. Die Seiten dieses Buches kleben durch ein dickes Netzgewebe zusammen, aus dem Tinte fließt, wenn es entfernt wird. Nur der letzte Eintrag ist einigermaßen lesbar. Die Zeit ist gekommen, ich werde für immer dieses verräterische Fleisch zurücklassen und mich nach dem Abbild der Königin neu erschaffen. Ich werde nicht länger an diese niedere Form gebunden sein, diese einfache Gestalt aus Organen und Knochen. Selbst die Arachnomaten von Menz... Oberanzahn werden zu meinen Füßen weinen, ihre kleinen Zauber so schwach und vergänglich. Heute habe ich das Haus von Lolth gefunden und werde zu seiner Matriarchin werden. Ist klar, da haben wir eine schwere Truhe. Scheint sicher zu sein. Stiefel des Spinnenschritts.
Immun gegen eingesponnen. Deine Bewegungsrate wird durch eingesponnene Fliegen nicht beeinträchtigt. Nice. Gönn dir. Sehr schön. Das ist wichtig. Ein Tagebuch voll hastig gezeichnete Diagramme von Spinnen und Zauberrunen. Die Beschriftung ist größtenteils verschlüsselt, abgesehen von wenigen Passagen am Ende, die in zittriger Gemeinsprache verfasst sind. Sie können meine Ergebenheit spüren. Es zieht sie an, ich höre sie in den Schatten, das Flüstern der dunklen Mutter. Beim Aufwachen habe ich ein in Spinnenseide eingewickeltes Schrein gefunden. Ein paar Stiefel. Sie stammen von der Leiche eines Ketzers. Lolth hat ihre Töchter geschickt, um meinen Glauben zu belohnen und mich wissen zu lassen, dass ich am rechten Ort bin. Noch ein Geschick. Noch ein Geschenk. Die Leiche eines Drow. Sigillen zieren sein Gesicht. Ein Arachnomat. Er besitzt die Macht, die Gestalt einer Spinne anzunehmen. Das ist eine Nachricht, ein Ruf. Mein Blut trocknet schon auf ihrem Dolch. Ihr gesegnetes Abbild in meine Haut geritzt. Okay, Bücherstapel haben wir sonst, glaube ich, nichts drin. Die waren meistens leer. Ritualdiagramm. Ein kunstvolles Diagramm ist auf dieses Pergament gezeichnet und stellt eine Art Ritual dar. Ganz unten sind zwei Gestalten, eine Spinne oder ein Elf, mit überlappenden Kreisen dargestellt. Ein einziges Wort steht darunter. Transzendenz. Aber kann ich das nehmen? Kann ich mir das angucken? Okay. Dann geh hier mal schauen. Da ist nichts drin. Okay, dann gehen wir zurück. Wir haben Spinnenstiefel gefunden. Also Stiefel, die ich mich immun gegen Einspinnen machen. Das ist sehr geil. Das würde ich speichern und mitnehmen. Dann gehen wir nochmal hier raus. Aus diesem Haus. Gehen nochmal weiter, froh und heiter. Lederhelm. Rettungswürfe, Geschicklichkeit plus 1, okay. Ich habe ja noch diesen Helm, auf der mir 17 Intelligenz gibt. Das ist noch ein Skelett. Rucksack des Lehrlings. Chemistenfeuer, Tagebuch des Lehrlings. Die hatten nichts drin. Ich würde hier mal entlang gehen. Das ist ein Spinni. Da komme ich erstmal nur bis hier hin. Ich würde erstmal hier bleiben. Da unten ist noch eine Spinne. Vielleicht kriege ich die ja von hier oben Platz. Sehr schön. Breathe deep. Sehr schön. Sehr schön. Das war richtig gut. Das war sehr, sehr gut. Okay, speichern. Jetzt diese andere Spinne. Wenn die ganzen Spinnis weg sind, dann bumsen wir die Mama-Spinni. Krieg ich die von hinten? Nein, krieg ich nicht. Ich müsste runter. I need to go down. All the way down. Speichern. So, sie guckt von da oben nach unten runter. So, ist die Sache, drehst du dich jetzt um?
jetzt auch überrascht. Oha. Ha ha ha. Hi. Wie viel Damage mache ich dir? Warte mal, lass mal diesen Zauberbumsen hier. Aber das müssen wir mal neu machen, ne? Das war ja mal. Ja, ich mach mich da mal, ne? Light on my feet. Sprintet jetzt. Mama Spinner. Oha, die haut gut rein. Okay. Machen wir anders. Das heißt, ich muss erst diese ganzen Scheißeier da kaputt machen, weil hier sonst neue Viecher rauskommen. Okay. Das ist schon mal super. Sehr gut, die haben mal Platz. Kann ich jetzt irgendwie noch hier vielleicht Säureschaden, weiß ich nicht. Oha, hab ich ein Schwein. Ich könnte das Ding schmeißen. Zum Beispiel. Flüssenfeuer beim Auge explodiert. Säure für. Ich weiß, ich glaube, Spinnen sind immun gegen Säure. Vielleicht, oder? Trank der mächtigen Heilung. Ich könnte mal probieren, die jetzt irgendwie hier so wegzumachen. Das wäre ein Plan. Vielleicht kriegst du jetzt die Mama-Spinne nicht mit. Das wäre ja super. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Okay, cool, cool, cool. Die ist platt. So, das heißt, wir müssen jetzt hoch und die anderen Eier da umhauen. Time to press ahead. Ja, ja, die Eier wegmachen, dass da nichts gerufen wird. Dann müsste ich mal pinkeln auch, ne? Das wäre so bestes Timing ever. Vielleicht geht es hier aus dem Fernkampf aus. Prinzip eigentlich noch das hier. Can't risk being in open view. So. Sie guckt nach da hinten.
immer noch. You've made a grave mistake. This calls for careful footwork. Softer than a whisper. Better be cautious. Better be cautious, aber hallo? Speichern. Light on my feet. Dann gehst du da mal ganz entspannt so ein Schrittchen drauf, hör mal. Das ist schon mal sehr gut. Das war schon mal richtig gut. Das waren nur diese Eier. Ist die Sache, liegen da unten irgendwo noch Eier rum? Die ich jetzt so nicht gesehen habe. Ich glaube, nein. Das sollten alle gewesen sein. This should be all of them. Okay, Fluchtweg wäre nach hier hinten. Aber ich glaube, die ist echt heftig, ne? Die Mutti ist echt heftig. Sie hat 8, 87. Okay. Nimm Heiltrank. Speicher ab. Und hinter der Angriff ist hier nicht. Ich müsste dann schon erstmal hier hin. Von hier aus probieren. Ob es vielleicht von hier aus geht? Nein. Auch nicht. Boah, Junge, Junge, Junge. Will ich da wirklich ans Bein pissen? Das ist halt eine Spinne auch, ne? Irgendwas noch machen. Mit Gift. Rauchpulverbombe. Ich könnte hingehen, könnte das Ding nehmen. Könnte es hier hinwerfen. Das kriegt es aber mit. Das war eine scheiß Idee, weil ich war auf dem Netz. Aber es ist schon ein guter Anfang. Okay. Es ist ein guter Anfang. Ich sollte es womöglich vors Netz werfen. Die Mutti anhitten. Mich zurückziehen und dann drauflatzen. Das wäre ein Plan. Das wäre ein super, viel besserer Plan, ne? Oh, hell. Aber das ist zu weit weg, ne? Das ist schon er. Okay, das war scheiße. Das war doof. Okay, ich müsste sie erst hier rüber locken. Dort alles hinballern. Best be on my way. Weil wenn sie dann hier rüber faced. I don't know. Auf jeden Fall vergiftet sie richtig hart, ne?
Wasserbombe. Das macht halt alles echt gut Damage auch, ne? Okay, wir können es anders probieren. Dass ich nicht runterfall. Oh Gott, das wird so furchtbar. Okay, gönn dir. Was? Zug beenden. Alles klar. Jetzt machst du das hier. Away I go. Oh boy. Okay, geht schon mal rüber. Sie brennt aber auch, ne? Oh, die ist richtig übel, ne? Die ist richtig bad drauf. Treffer. Raus da und da war es das jetzt, ne? Fehlschlag, echt? Dann mach den durchbohrenden Schuss. Man kann sich nochmal heilen irgendwie. Sehr gut, zumindest ein bisschen. Einfach drauf. Und hoffen, dass ich die Scheiße hier gleich überlebe. Komm, 9 Damage bitte. Neun Schaden. Einfach nur mal 9 Schaden bitte. Scheiße. Aber es war gut. Es war schon mal besser. Die kriegen wir platt. Die schaffe ich. Easy. Ich muss da drauflatzen, ne? Vielleicht auch mit einem Pfeil oder sowas. Oder nochmal eine Brandbombe auf die drauf jallern. Okay, mach das nochmal. Das war gut. Also prepare, bitch. Wir machen den hier rein. So, 9 bis 22 Schaden. Stichschaden und nekrotisch. 8 bis 18. Bis 22. Mache ich mit 9 bis 22. Machen wir den noch rein. Aber mal all diese Pfeile reinmachen. Von denen ich hoffentlich was machen kann. Dann haben wir noch eine Rauchpulverbombe. Ich glaube, die würde ich sogar schmeißen wollen, weil die macht noch mal mehr Damage. So. Das schmeißt du dahin. Machst den da. Du hast schon mal einen Crit gelandet. Ich bin am Zug. Oder auch nicht. Okay, gönn dir. Hey, Ma'am. Alles cool? Oh, das drückt aber auch rein, hey. Und jetzt
verpisst sie sich. Das soll sie aber nicht. Mach mal den Säureschaden. Echt jetzt? Willst du mich verarschen? Verpiss dich. Okay, die liegt da. Ich brauche das Gegengift. Gegengift, Gegengift, Gegengift. Okay, die ist oben. Die ist oben, die ist oben, die ist oben, die ist oben. Die ist oben, die ist oben, die ist oben, die ist oben. Heil dich. Und dann schießt du auf das Pulverbömmchen-Ding. Jawohl, und sie ist weg. Nice. Schädlingsbefehl. Töte die Spinnmatriarchen, bevor sie ihre Eier schlüpfen. Alter Verwalter, das war mega gut. Das war sehr gut. So, ich habe irgendwo noch eine Schriftrolle, die mich irgendwie heilen könnte. Eigentlich? Oder nicht? Oder wer, der wede, wo, oder was? Ja, nein, doch, vielleicht? Okay. Cool, aber die ist platt. Ist jetzt die Sache. I don't need any attention right now. Wie komme ich da runter? Da hinten. Und wo ist die Mutti? Dunkler Amethyst liegt da rum. Light on my feet. I feel a breeze. Oh, woman, what's down there? Dunkler Amethyst. Lass mal mitnehmen. Dunkler Amethyst, wo und wie und wer und was? Nicht. Ist sie irgendwo hier drin? Nee, ne? Da ist ein Schlüssel. Dunkler Amethyst. Da. Du wirst das Gefühl nicht los, dass die Dunkelheit selbst aus diesem schweren, runden Stein dringt. Das ist ein Questgegenstand. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehst du mal zurück ins Dorf. Dann gehen wir eine Runde knacken hier, ne? Ja. Mach das mal. So, ins Bett gehen. Ja, Auto auswählen. Warum auch immer so viel. Ja, lange Rast. Sehr schön. Dann würde ich sagen, soll es das auch gewesen sein. Sehr schön. So, abgeschlossen, finde Sprengstoff. Das heißt, der Einsturz wurde beseitigt. Frei die wahre Seele ist wegen der Gift gewarnt, er wird bald sterben. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Doch, haben wir. Das haben wir. Also, wie gesagt, das ist echt tricky gewesen. Das passt. Entschlüsse das uralte Buch. Wir haben den Edelstein gefunden, mit dem sie das Buch entsperren lässt. Komm, das machen wir noch. One day I'll catch a break. Das will ich gerne rausfinden.
Was jetzt passiert? Wo ist das Buch? Büchlein, wo bist du? Da. Auf. So, lass mal speichern. Guck, was passiert. Also, untersuchen oder lesen. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Den Amethysten in die Mulde im Einband legen. Feed the book. Du wirst das Buch untersuchen, aber länger sagen. Ich öffne es mal. Ein weiterer unvernünftiger Vorgang von mir. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Ich blätter mal um. 10. Also eine 5. Bitte spiel eine 5, ne? Wäre geil. Danke. Zurückgeblättert. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs, but you almost understand. Kann ich hier zwischenspeichern? Das geht. Okay. Okay. Weiter umblättern. 15, also mindestens eine 10. Danke. Voices. You feel claws moving in the shadows. They pull at you, dragging you closer. Okay. Gespeichert. Das geht. Aha, okay, krass, das geht. Dann blätter um. Eine 20. Also, 15, bitte. Ja, nice. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone, your future thrumming with power. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Oh, was habe ich jetzt gelernt? Wir konnten das Buch größtenteils lesen und uns einen Teil seiner nekrotischen Macht aneignen. Doch ehe wir es durchgelesen hatten, schloss es sich mit einem Knall. Es muss einen Weg geben, es bis zum Ende zu lesen. Was habe ich jetzt bekommen? Mit Toten sprechen. Tanzen
Gewähren Hummel Leiche einen Hauch Leben, damit sie bis zu 5 Fragen beantworten kann. Schön. Zum Abschluss nochmal hier. Sehr coole Kiste. Freue ich mich auf jeden Fall. Sehr nice. Würde ich sagen, soll das für heute aber auch gewesen sein, ihr Lieben. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. So. Ja, was wir dann machen, schauen wir mal weiter. Vielleicht mal gucken, was das hier mit dieser meisterhaften Waffe auf sich hat. I don't know. Und ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.